Von der Trading-Idee zur fertigen Strategie in nur 30 Tagen. Schritt für Schritt werde ich euch dabei Einblicke in jedes Detail geben, wie man eine Idee auf ihre Tauglichkeit hintestet, wie man das beste Ein- und Ausstiegsszenario findet und wie wir das dann natürlich erfolgreich in die Praxis umsetzen. Viel Spaß mit dieser und den folgenden Ausgaben. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Tag 2 meiner Challenge in 30 Tagen zur Trading-Strategie. Ich bedanke mich gleich mal im Voraus für die rege Teilnahme. Dann macht es glatt doppelt so viel Spaß. Heute auch wieder mit einem Gast bis 18.30 Uhr. Zwar werde ich mich mit Arkadiusz Baczynski, Analyst bei unserem Partnerbroker GKFX, ein wenig austauschen zur Erarbeitung neuer Strategien. Arkadiusz, vielleicht möchtest du dich kurz mit ein, zwei Sätzen vorstellen. Mikro wäre wieder aktiv. Das müsste jetzt aktiv sein. Hallo, Baczynski Arkadiusz, mein Name. Ich will mich vorstellen bei Ihnen, ich bin hier Trader auch bei GKFX und werde Ihnen dann auch, soweit mir dann auch der Michael dann Fragen stellt, Ihnen dann auch weitere Tipps geben, hier direkt aus einem Brokerhaus. Will mich freuen, dann Ihnen auch weitere Tipps geben zu können. Wunderbar, freue mich auf das Feedback nachher von dir. Apropos, ich bekam auch sehr viel Feedback nach dem Auftakt letzte Woche, auch von Zuhörern meines Vortrags diesen Montag beim Aktienclub München. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für mich, um zu sehen, um zu wissen, in welcher Richtung sich die meisten Fragen aufdrängen, damit ich darauf mein Augenmerk richten kann und eben nicht an ihren Bedürfnissen vorbei agiere. Wenn man mal länger tradet, dann sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, was so eher den Einsteigern auf dem Herzen liegt. Wir dürften heute wieder ziemlich zügig durch sein. Ich rechne wieder mit maximal 90 Minuten. Zu Beginn sind die Arbeiten an einer neuen Strategie sehr, sehr mühsam, sehr viel Klein-Klein-Arbeit und ein Tag ist eigentlich gar nichts. Ich habe heute tatsächlich mehr offene Fragen als zu Beginn des Tages. Davon brauchen Sie sich aber nicht abschrecken lassen. Was ich mir hier vorgenommen habe, wird sicherlich mehr Sackgassen und Ausschuss produzieren als Erleuchtungen, nenne ich das mal. Aber da genau darum geht es mir ja. Ich möchte ja in dieser Serie, in dieser Webinarserie, nicht bloß die fertigen Diamanten präsentieren, sondern ja eher wie viel Kohle, Zeit und Druck notwendig ist, um diese Diamanten zu erschaffen, sofern wir denn auf welche stoßen. Ja, und da jeder Regel, jeder kleinen Verbesserung, die man findet, die einen voranbringt, den kleinen Schritt, stehen mindestens 10 Fehlschläge gegenüber, wenn nicht mehr. Wen also nur interessiert, was nach diesen 30 Tagen herauskommt, den muss ich noch länger vertrösten. Meine Absicht ist es nämlich nie, jemanden ein System aufzudrängen oder eine Strategie zum Nachhandeln, sondern ich möchte einfach einen Weg aufzeigen, wie man es machen kann, nicht wie man es machen muss oder sollte, wie ich es mache, um ja, im Endeffekt Ihnen Anregungen für eigene Trading-Methoden zu geben und zu helfen, diverse Fehler und Stolperfallen zu umgehen. Ganz kurz werde ich speziell für neu dazugestoßene Teilnehmer das Wichtigste von letzter Woche zusammenfassen in aller Kürze und dann sehen wir uns anhand von Charts an, welche Erkenntnisse und Baustellen sich nach Tag 2 ergeben haben. Das nächste Webinar ist bereits angesetzt und zwar für den 10. Mai. Das ist diesmal ein Dienstag, genau, wieder 18 Uhr. Ich stelle den Link zwar gleich mal ein, aber ich habe ohnehin vor, jeden, der heute hier teilnimmt, automatisch wieder einzuladen, damit Sie keine Ausgabe verpassen. Mein Name für alle, die mich noch nicht kennen, ist Michael Hinterleitner, bin aus Österreich und trade seit ich 16 bin. Bin ein Freund von CFDs und deren einfacher Handhabung und Mitgründer von www.brokerdeal.de. Muss eigentlich jeder Trader kennen. Ich sage gerne, es ist eine Art Stiftung Warentest für Broker.
wo wir mittels Echtgeldtests, anonymen Echtgeldtests und Kundenbewertungen echter Kunden rausfinden, was die Broker taugen. Und wir holen für Mitglieder bis zu 36% bessere Konditionen heraus. Wie immer wird dieses Webinar aufgezeichnet und landet in unserem YouTube-Kanal. Den Link stelle ich auch soeben ein, für alle sichtbar im Chat. Die Aufzeichnung vom letzten Mittwoch ist dort ebenfalls schon online, hier Tradingstrategie Tag 1. Muss gleich dazu sagen, die Aufzeichnung von heute wird frühestens in einer Woche online sein. Da mein Geschäftspartner Werner Strauch, der sich immer sehr bemüht, Audio und Video ideal zu schneiden, sich einen wohlverdienten Urlaub gönnt. Und damit ich nicht vergesse, stelle ich auch gleich den Link zum Strategieartikel ein, zum Artikel zu dieser Webinarserie. Dort werden alle Aufzeichnungen landen. Und im Laufe der Zeit möchte ich das Wichtigste, also den Tradingplan an sich dann, auch schriftlich hier festhalten. Der eine oder andere von Ihnen wird sicher wieder Fragen haben im Laufe des Webinars heute. Über dich freue ich mich immer sehr und versuche die auch gleich einzubauen, wenn ich sie gerade nicht beantworten kann. Oder wenn Sie sonstige Fragen im Anschluss noch haben, erreichen Sie mich unter hinterleitnetbrokerdeal.de oder schließen Sie sich uns einfach auf Facebook oder Guidance an, wo ich versuche regelmäßig mit konkreten Tipps, Brokertests, Infos rund um CFDs, Devisen und Co. zu dienen. Und damit geht es auch schon zur Ausgangslage, zur Zusammenfassung von letzter Woche. Diese Ausgangslage ist ja mein aktuelles Swing Trading für Berufstätige, freie Schnauze, wie ich es auch nenne. Und von dem ausgehen möchte ich mich ja verbessern. Nicht unbedingt jetzt performancemäßig, mit dem bin ich ganz zufrieden, aber ablaufsmäßig, sodass am Ende vielleicht sogar eine Automatisierung der Strategie möglich ist. Bei diesem Swing Trading handle ich die 30 deutschen und die 40 französischen Blue Chips im Tageschart. Da stelle ich am besten auch gleich mal den Link wieder ein zu einem Grundlagenartikel. Für alle, die es interessiert und nicht kennen, dort finden Sie dann auch alle weiterführenden Videos und Artikel. Dabei habe ich starre Regeln für den Ausstieg. Ein Stopp passiert auf der 0,6-fachen Volatilität der letzten 10 Tage. Das Kursziel liegt den dreifachen Abstand davon entfernt. Also nichts charttechnisch wirklich rein basierend auf der Vola. Und nach 4 Tagen wird der Trade auf jeden Fall beendet. Dazwischen mache ich gar nichts, kein Nachziehen von Stops, keine Gewinnmitnahmen. Hat den Vorteil, dass es eben sehr einfach ist. Nachteil, dass ich nicht so flexibel reagiere auf Änderungen der Trendphasen oder Änderungen des Marktes. Der Einstieg hat zwar auch ein fixes Regelwerk, also zumindest ein vorgegebenes. Über die Qualität der Signale entscheide ich aber letztlich immer noch diskretionär. Das heißt, bei Vorliegen mehrerer Signale an einem Tag muss ich mich ich nenne sie mal sympathischste Signal für den nächsten Tag entscheiden. Und genau darin liegt der Hund begraben. Diese Auswahl auch, ja, erfordert Erfahrung, erfordert Bauchgefühl. Und das trotz jahrelanger Umsetzung in die Praxis und vermeintlich Abgebrühtheit sorgt das doch immer noch regelmäßig dafür, dass ich mir dann im Nachhinein in den Hintern beiße, warum ich jetzt Aktie A, nicht Aktie B genommen habe. Ja, und wer gleich mal so eine ganze Serie von Fehlentscheidungen erwischt, der fängt an zu grübeln, fängt an zu zweifeln. Und das ist dann meist auch der Anfang vom Ende einer Strategie oder eines Traders, weil man dann beginnt, einfach vom Regelwerk abzuweichen, es aufzuweichen und eigentlich bewährte Teile davon zu verwerfen. Und da komme ich gleich auf Sie zurück, Herr Baschinski. Ich nehme an, diese Zweifel in Drawdown-Phasen sind Ihnen ebenfalls bestens bekannt, wie jedem Trader. Wie gehen Sie damit um? Ziehen Sie das nervenstark durch oder stellen Sie sich schon jedes Mal erneut auf den Prüfstand?
Also für mich sieht das ja sehr einfach aus in diesem Bereich Daytrading. Wenn wir jetzt langfristig da eher eine Position eröffnen, sieht das natürlich ganz anders aus. Nehmen wir mal an, wir handeln ja, Indizes oder Rohstoffe, da haben wir die Liquidität drin. Also wir haben da wirklich bei Forex zum Beispiel zwei Volkswirtschaften, die gegeneinander spielen. Bei Aktien sieht das anders aus. Da haben wir eine Firma. Was könnte uns da wirklich diesen Drawdown wirklich richtig kaputt machen? Also Sie schreiben ja Drawdown von 2 bis 3 Monaten, 20, 30% könnte da auch irgendwas gegen uns laufen. Natürlich auch viel mehr, das ist möglich, wenn wir jetzt hier eine Kapitalerhöhung haben. Wenn wir tatsächlich ein Split haben irgendwo, wo dann der Markt wirklich dann in dem CFD, wo wir sprechen ja von CFDs, wir handeln ja mit gehebelten Produkten, dann, das müssen wir alles mit einplanen. CFDs ist es natürlich ja, eine ideale Möglichkeit, das abzufedern, sage ich mal, wenn wir jetzt uns gegen eine Kapitalerhöhung schützen möchten oder überhaupt gegen eine ja, Drawdown-Phase, da können wir ja dagegen steuern. Wenn wir im Daytrading CFDs handeln, im Aktien, ist es auch viel einfacher wie in Indizes, wie in Rohstoffen, wie auch zum Beispiel im Forex-Bereich, weil da haben wir wirklich eine sehr starke Volatilität und in den Aktien, wie Sie das jetzt angesprochen haben, ja, da haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dort eine Strategie aufzubauen. Wichtig ist, dass wir diesen Drawdown so setzen, dass wir, oder was heißt jetzt so setzen? Es gibt ja einen Drawdown. Da können wir auch uns nicht drum herum reden. Den wird es immer geben bei jeder Strategie. Aber es ist die Möglichkeit, ihn zu minimieren. Und wie auch schon der Michael erwähnt hat, wir können mit einer guten Strategie diesen Drawdown minimieren und da braucht man eine gute Strategie für. Wir haben Indikatoren, Oszillatoren, wir haben natürlich aber auch Trend, also wirklich ja, Formationen, das sind dann, also wir haben ja, also wenn wir uns die Indikatoren angucken, Oszillatoren angucken, das ist ja gegen uns, das läuft ja alles gegen uns. Da muss der Kurs erst schon ja, ein Signal geben. Da sind wir schon weit raus aus dem Kurs, bevor wir reagieren. Und das ist natürlich gegen uns gesetzt. Und wenn wir jetzt uns aber Price-Action-Trading angucken, das wäre zum Beispiel, wir ja, gucken uns keine Indikatoren an, keine Oszillatoren, sondern vielleicht die Bollinger-Bänder, vielleicht Trendlinien, vielleicht Formationen. Dort sind wir direkt antizyklisch und prozyklisch investiert. Und da können wir so einen Drawdown minimieren. Und da natürlich gebe ich das Wort jetzt weiter an den Herrn Michael. Der ja, hat da sehr gute Strategien aufgebaut. Und ja, wenn eine Gegenfrage kommt, bin ich da gerne dann wieder zur Verfügung. Ja, da hat sich auch gleich eine Folgefrage aufgedrängt. Das heißt, für mich klingt das so, als wenn ihr versucht, in jeder Phase mehrere Strategien zu kombinieren, sodass ihr nicht jetzt von einem Trendwechsel auf den falschen Fuß erwischt werdet. Und macht ihr das, validierst du das laufend oder hast du da, sag ich mal, quartalsweise dir vorgenommen, das wieder zu validieren, ob das noch funktioniert? Na gut, Validierung, das ist natürlich so eine Sache. Ich validiere da gar nichts in dieser Richtung. Ich habe für diese eine Aktie eine bestimmte Strategie entwickelt. Eine Validierung, das ist natürlich eine Kombination von mehreren Strategien. So weit gucke ich gar nicht voraus. Ich habe in diesem Moment Daytrading, vielleicht 30 Minuten, vielleicht 1 Stunde, vielleicht 2 Stunden, einen bestimmten Kursziel mit dieser einen Strategie. Ich persönlich bin ein Price-Action-Trader und da sehe ich dann meine Zielkurse. Price-Action ist prozyklisch, antizyklisches Trading. Da finden wir die günstigsten Einstiegskurse mit ganz extrem kurzen Stop-Losses und einem sehr hohen Take-Profit. Und hier sehe ich meine Chancen. Und selbst wenn wir hier eine 50%-Quote haben, habe ich ja trotzdem eine riesen Gewinnmöglichkeit, weil mein Stopp ist sehr gering, aber der Take-Profit ist hoch. Und selbst wenn ich eine 30%-Quote habe, bin ich trotzdem in der Gewinnzone. Und da, das ist das, worauf wir achten, um da wirklich Erfolge zu erzielen. Natürlich ist es möglich, auch nur eine, ja, sagen wir mal, 20%-Quote zu erzielen in dieser Strategie.
Aber das ist dann schon wieder Sachen, ja gut, da kommen wir so in den Nullbereich rein. Wer jetzt, sage ich mal, wirklich validiert in diesem ja, Aspekt gesehen, da müssen wir natürlich dann mal schauen, ob wir da auch Strategien ja, mit nicht ja, prozyklisch, antizyklisch handeln, sondern wirklich tatsächlich auch mit Indikatoren, Oszillatoren handeln. Weil da sind wir nacheilen. Das sind alles nacheilende Indikatoren und Oszillatoren. Da muss was passieren im Markt, bevor wir ein Signal bekommen. Für einen Expert Advisor ist das ideal. Weil da ist es wichtig, dann, ja, Sie schauen sich einfach die Historie an der Kurse. Nehmen wir mal an, die letzten 2, 3 Monate auf dem 5-Minuten-Chart und dann schauen Sie, okay, hat der Schnitt der Triggerlinie geklappt, hat der Schnitt der Signallinie geklappt und so weiter. Wenn Sie da was finden und da eine 70%-Quote haben, dann ist es was für ein Signal, also für einen Expert Advisor. Das kann man ohne Probleme schreiben über MQL5 zum Beispiel, das ist ja eine Programmiersprache, natürlich aber auch über uns, also Sie können das auch uns weitergeben bei GKFX, wir können das für Sie ausschreiben, wir haben ja auch ein Programm, wo Sie diese Sprache nicht beherrschen können, müssen, aber trotzdem ja, solche Strategien aufbauen können. Also da haben wir da viele Möglichkeiten für Sie. Für mich ist es wichtig, wenn Sie manuell handeln, ganz wichtig, antizyklisch, prozyklisch, also Price-Action-Trading. Und es geht ja aber hier in diesem Webinar jetzt gerade wirklich um Strategien. Also da schon eher interessant, wirklich da einen Expert Advisor aufzubauen. Und hier wäre es dann schon interessant, wirklich dann Indikatoren zu verwenden, die aber Nachzügler sind. Also ja, sagen wir ganz einfach, der Oszillator, Stochastik-Oszillator zum Beispiel. Wenn der schneidet, dann ist der Kurs schon mal ein paar hundert Pfeil auf dem Tageschart zum Beispiel. Und da können Sie erst das Signal nehmen, um einzusteigen. Und dafür kann man einen Expert Advisor schreiben, das ist kein Problem. Aber ich persönlich bin der Price Action Trader antizyklisch, das heißt, ich kaufe günstig ein, setze einen ganz geringen Stop-Loss und setze einen hohen Take-Profit. Da brauche ich noch nicht mal eine 50%-Quote, um Erfolg zu erzielen. Das ist ganz witzig, weil darauf läuft eigentlich auch meine Idee, mit der ich diese Strategie arbeiten möchte, hinaus. Hohe CRVs, die uns dann eben helfen, auch über geringe Trefferquoten hinwegzukommen. Ist auch meine persönliche Erfahrung, enge Stops immer besser als weite Stops, weil wenn ein Trade gut läuft, dann tut es meistens sowieso von Beginn an. Und weite Stops nehmen mir hier nur die Chance auf größere Stückzahlen. Ja, freue mich, dass wir hier eine ähnliche Vorgehensweise haben. Vielleicht dann die Stelle noch die letzte Frage. Dein Tipp oder dein Ratschlag, wenn man sich eine gute Idee auf dem Papier erarbeitet hat, die auf dem Demokonto auch gut funktioniert hat, was sorgt da regelmäßig für, ja, ich sag mal, die größte Ernüchterung, wenn man damit Echtgeld loslegt? Siehst du da mehr Probleme bei der Psyche oder einfach bei Unterschied Papier, Real, Slippage, etc.? Naja, gut, ich meine, wir wollen mal ehrlich sein, Slippage und etc., das finden Sie bei allen Brokern. Ich glaube, das große Problem ist schon die Psyche. Also wenn jetzt der Kunde sagt, ich habe jetzt Erfahrung gesammelt, ich habe jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr auf dem Demokonto wirklich nur Erfolge erzielt und jetzt gehe ich auf ein Live-Konto und habe das, nehmen wir mal an 10.000 Euro, drunter macht es ja kaum Sinn, da Money Management und Risk Management technisch da auch einzusteigen, weil das ist auch ein sehr wichtiges Thema, Money Management und Risk Management zu betreiben. Ich zum Beispiel, ich gehe keinen Trade ein unter 1% aufs Risiko hingesehen. Das Dito, heißt, wenn ich ja. 10.000 habe, sind es ja vielleicht mal 100 Euro, die ich riskiere, maximal. Also darunter geht ja gar nichts, weil jeder verliert, jeder Profi verliert 5, 6 Trades am Stück. Aber das ist ein anderes Thema, das ist ein anderes Webinar, das wird sicherlich auch wieder angeboten werden. Ich hoffe, dass es angeboten wird, weil das ist sehr wichtig für unsere Trader, dass sie diese Problematik erkennen, da dran zu bleiben. Viel wichtiger ist jetzt ja, Psychologie. Nehmen wir mal an, ich habe 10.000 Euro und verliere 5.000 Euro mit einem Trade.
Ja, dann bin ich doch psychologisch ja, ich wollte schon ein Schimpfwort nennen, aber ich bin ganz unten. Also ich würde mal sagen, nein, das geht so nicht weiter, ich muss es wieder zurückholen, ich muss es wieder verdoppeln. Und dann gehe ich ein hohes Risiko an und das wird nicht funktionieren. Deswegen ist das auch ein sehr hohes Thema, was unsere Trader und auch was jeder Trader für sich erkennen muss. Und ja, also wir können nicht traden täglich verdoppeln, das geht einfach nicht. Die Realität ist so, dass wir täglich 2, 5 oder 6 Trades am Stück verlieren, aber vielleicht 3, 4 Trades gewinnen. Und dann, wenn wir eine Quote aufbauen, dann werden wir diese Verluste auf 3 Trades minimieren und auf 6 Trades erhöhen. Und wenn wir hier nur 1 bis 3% des Kapitals riskieren, dann sind wir langfristig in einer Gewinnzone. Und das ist sehr wichtig. Ja, der Kopf ist alles beim Training, das kann ich nur Genau. unterstreichen. Ja, das sage ich mal vielen Dank an dieser Stelle. Ich weiß, du musst los. Spannender Genau. Input, wir haben da eine große Schnittmenge, wie ich schon gesehen habe. Da werden wir sicherlich nochmal hoffentlich dich zu Gast haben und das noch stellenweise weiter ausführen können. Danke an Ich dieser würde mich Stelle freuen. an dich, danke auch an GKFIX, unseren Broker des Monats aktuell. Du musst ja jetzt los. Danke nochmal, hat mich gefreut. Wir hören uns wieder. Ich danke dir, Michael. Ich wünsche dir ja noch viel Erfolg im Trading und natürlich noch ein schönes Webinar für heute Abend. Danke dir. Ja, das war eine schöne Überleitung. Was Trading eine Kopfsache ist, das ist eben genau mein Hauptkritikpunkt beim Swing Trading, dieses Aussuchen des sympathischen Signals. Das ist dann eben Bauchsache oder nennen wir es Kopfsache. Und das ist eben hier der große Kontrapunkt, der Interpretationsspielraum. Mein Ziel für eine Verbesserung ist also klar, ich möchte einfach jede Entscheidung für oder gegen ein Signal logisch begründen können. Keine Reue mehr im Nachhinein, einfach eine absolute Gewissheit zu haben bei der Umsetzung des Regelwerks im täglichen Handel. Ob dazu 30 Tage ausreichen werden, mal sehen. Ich bin optimistisch und selbst gespannt darauf, aber auf jeden Fall werde ich nach diesen 30 Tagen mal wieder einen Riesenstapel auf meinem Trading-Ideen-Schreibtisch abgearbeitet haben. Ich sehe da gerade noch die ein oder anderen Fragen zum Gespräch mit Arkadius reinkommen. Denke, die gehe ich auch kurz durch. Vielleicht kurz erklären, was antizyklisch und prozyklisch heißt, wurde gebeten. Prozyklisch heißt mit dem Trend in Trendrichtung und antizyklisch heißt auf Korrekturen zu spekulieren gegen den übergeordneten Trend. Ja, Tonqualität war jetzt bei Mercadius an einer Stelle auch bei mir nicht gut. Denke mal, da gab es Probleme mit der Internetverbindung. Ich hoffe, bei mir ist es wesentlich besser. In 30 Tagen zur Trainingsstrategie bedeutet das 30 Webinare, möchte Eberhard wissen. Ich sag mal vorsichtig ja, aber realistischer ist wohl nein, weil wenn ich jetzt hier hergehe und dann wirklich in die Details rein optimiere und wirklich jetzt da versuche, den besten Trainingsstopp zu finden, das beste Kursziel, da gehen dann gleich mal einige Tage PC-Optimierungszeit drauf, Backtest-Zeit. Und da werde ich dann den ein oder anderen Tag schon zusammenfassen, weil es eher wenig Sinn macht, dann Webinare zu machen, die dann nur 15, 20 Minuten dauern würden. Was heißt Preis Action Trader? Das wäre jetzt hier ein bisschen zu abschweifend. Einfach Preis Action Trading in Google eingeben, gibt es eine Fülle Informationen. Grundsätzlich gibt es auch eine Mehrzahl von Interpretationen. Für mich bedeutet das auch ähnlich wie mein Trading, dass ich versuche, in neue Bewegungen möglichst günstig reinzukommen, eben mit kleinen Stops. Das ist, hat der Kallius auch gemeint in dieser Hinsicht. Das ist so einfach. Ja, ich sag mal Google, weil wenn wir hier anfangen auf Price-Action einzugehen, dann ist das ein ganz anderes Webinarthema. So, da haben wir auch noch was. Nee, passt. Ton ist gut, wunderbar. Danke fürs Feedback.
Zweites Ziel, neben dem nachvollziehbaren Einstiegssignalen, ich bleibe ganz klar bei einem ganz, ganz fixen Regelwerk, was den Ausstieg sowohl im Gewinn als auch im Verlust angeht. Das ist auch der wichtigste Aspekt. Also es ist jetzt, möchte nicht, dass ihr den Eindruck erhalten bei dieser und nächsten Ausgaben, dass ich die meiste Zeit auf dem Einstieg verwende. Tatsächlich ist der Einstieg hier sekundär. Wichtig ist das Management der Position. Wie sichert man eine Position im Gewinn und wie begrenzt man Verluste? Das ist der Kernpunkt und das Herzstück einer jeder Strategie. Nur hier werde ich sicher wieder offen sein für Neues. Meine bisherige Exit-Strategie basierte da auf der Vola und auf einer dreifachen CRV, also einem Chance-Risiko-Verhältnis von 3. Das war immer fix. Und dazu kam nur ein Zeitstopp. Dazwischen habe ich nichts gemacht. Und wenn wir jetzt auf andere Zeitfenster, andere Märkte reingehen, dann muss ich ja hier dieses Schema da aufbrechen. Und da bin ich gespannt, ob sich hier neue Empfehlungen ergeben oder tatsächlich wieder so kurze Haltedauern die beste Variante sind. Das wäre jetzt noch zu früh zu sagen, aber hier ein ganz starres Regelwerk ist für mich das Um und Auf, von dem man dann nicht, also was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist vor dem Schirm sitzen, einer starken Bewegung zu sehen und dann nicht zu wissen, was man machen soll oder eben von seinem Plan abzuweichen. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Die Signale selbst, da werde ich wieder nur anhand reiner Charttechnik oder reiner Markttechnik finden. Es zählt dabei für mich nur der Candlestick-Chart in der jeweiligen Periode, Tagesstart, Tagesstunde, Stunden, Minuten. Bei Aktien kommt dazu vielleicht noch der Blick auf das Handelsvolumen als Filter, als Tendenz. Fundamentaldaten sind mir völlig schnurz, außer bei einer Aktie stehen Quartalszahlen oder die Hauptversammlung bevor. Primär soll sich die Strategie auch wieder an Berufstätige richten, beziehungsweise einfach nebenbei oder für Einsteiger mit wenig Zeitaufwand umsetzbar sein. Ist ja das angenehm beim Swing Trading, mehr als 15 Minuten pro Tag brauche ich da nicht. Und ähnlich wird es wohl aussehen mit dem neuen Setup. Ich persönlich will einfach nicht mehr 8 Stunden täglich vorm Schirm sitzen. Generell ist aber schon zu sagen, weil ich eigentlich nur auf Setups abziele, die für alle Märkte, alle Zeitfenster geeignet sind. Wenn man möchte oder wenn man es möchte, dann lässt sich dieses Setup am Ende in jedem Zeitfenster umsetzen. 1 Minute, 15 Minuten, egal. Tageschart, Wochenchart, Monatschart. Wichtig ist mir auch, dass die Strategie kostengünstig und für Einsteiger umsetzbar ist, sprich ohne dass man monatlich viel Geld in teure Software oder Datenabos investieren muss und ohne dass man mindestens fünfstellige Summen zur Verfügung haben muss beim Poker. Die nächste Frage, warum ist ein Break-Even-Stop zu verwerfen? Generell ist er nicht zu verwerfen, ich habe ihn nur für mein Swing-Trading verworfen, weil es in dieser kurzen Haltedauer von 4 Tagen kontraproduktiv war, einen Break-Even-Stop zu setzen, der dann kurz geholt wurde und dann ging es doch wieder in Richtung Ertragszone. Hat sich einfach nicht bewährt. Ich bin aber wieder offen, das bei diesem neuen Setup alles durchzutesten. Ja, und bei diesem Swing Trading für Berufstätige versuche ich in dem Beginn, ja, wo, was sagen wir so, versuche ich den Beginn neuer Swings zu erahnen, um in diese möglichst günstig reinzukommen. Einige von euch kennen das ja. Das ist halt schon sehr diskretionär und mein neuer Ansatz für das Finden von Einstiegssignalen soll da doch definierbarer sein, um eben auch im Idealfall ein Ja daraus zu machen, ein System. Und ich bringe das jetzt mal salopp auf diese Definition. Finde Schwächen an Widerständen und Stärken und Unterstützungen, die sinnvolle charttechnische Stops ergeben und wähle jenes Signal mit dem größten Chance-Risiko-Verhältnis. Da habe ich jetzt bewusst geschrieben, ursprüngliche Idee, weil, wie ich aus leidvoller Erfahrung sagen kann, oder nicht leidvoll, ist einfach so, dass man im Laufe von Tests und Optimierungen sehr schnell von dieser abweichen muss, wenn sich einfach neue Ideen, bessere Ideen oder Umwege ergeben, um doch noch ans Ziel zu gelangen. Das ist jetzt definitiv keine Wahnsinnsidee, klingt natürlich mächtig einfach, finde ich nicht, und so logisch auch,
Das ist sicher nicht neu, an Widerständen zu shorten und an Unterstützungen zu kaufen. Da ist jetzt auch nichts Raffiniertes dran. Das Raffinierte wird dann, aber die Feinabstimmung, mir geht es nicht darum, so richtig dick verzichtbare, einzementierte Widerstände und Unterstützungen zu suchen, sondern ich suche eher nach Anhaltspunkten für einen sinnvollen charttechnischen Stopp. Und das ist ein großer Unterschied zu meinem Swing Trading für Berufstätige, wo Stopp- und Kursziel rein auf der Vola basierten und damit wirklich zufällig lagen und auch der Stopp immer sehr eng lag. Und charttechnisch kann sich's ja dann doch empfehlen, wirklich einen weiter entfernt gelegenen Hoch- oder Tiefpunkt zu verwenden, wie wir gleich sehen werden. Also ich möchte zum einen noch mehr zum Charttechniker werden, dass sich das noch mehr in feste Regeln packen lässt. Und zum anderen möchte ich die Logik auf meine Seite ziehen. Wenn ich mehrere Signale an einem Tag habe, dann will ich einfach mathematisch das Richtige wählen können. Und das wäre auf den ersten Blick jenes mit dem größten Chance-Risiko-Verhältnis, wo mir da halt dann das Erreichen des Idealszenarios den größten Gewinn verspricht. Dabei sehe ich aber zwei oder eigentlich sogar drei Probleme, bevor ich überhaupt den ersten Backtest gemacht habe. Denn es ist ja ganz einfach so, ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis kann man zweierlei erreichen. Entweder durch einen sehr, sehr engen Stopp. Und umso enger der Stopp, umso wahrscheinlicher werde ich auch ausgestoppt. Oder man erreicht ein hohes CRV durch ein sehr weit entferntes Kursziel. Und dass dieses erreicht wird, ist ja auch immer unwahrscheinlicher, je weiter es wegliegt. Oder es dauert einfach sehr lange, bis dieses erreicht wird. Und während dieses Zeitraums kann ich ja mit dem gleichen Kapital schon zwei oder drei oder vier Trades machen mit engeren Kurszielen. Also das wird für mich ganz spannend zu sehen, ob ich hier das eine oder das andere Extrem wählen muss, wählen werde, oder ob sich hier wirklich eine Methode findet, um das CRV vielleicht mit einer zeitlichen Komponente zu kombinieren. Das wird sicher eine essentielle Frage, auf die ich hoffentlich bald auch eine Antwort liefern kann. Die zweite Schwachstelle betrifft das Finden von Extrempunkten in Form eben von Widerständen und Unterstützungen, die ja, wenn das richtig markante Punkte sind, auch alle anderen Akteure im Markt sehen, alle anderen Trader, alle anderen institutionellen Trader, und dort liegen dann viele Stops, was auf den ersten Blick sich gut anhört. Das führt aber regelmäßig dazu, dass diese auch abgefischt werden mittels Fehlausbrüchen. Das wird ganz interessant zu sehen, ob die Quote hier hoch ist. Und außerdem stellt sich dann immer die Frage, wie weit blicke ich in die Vergangenheit zurück? Oder also nehme ich nur Hochs und Tiefs oder lege ich auch Trendlinien an, die wirklich lange in die Vergangenheit zurückreichen können? Und dann wird aber die Zahl von Unterstützungen und Widerständen sehr, sehr groß. Da kennt sicher der eine oder andere von Ihnen Charts mancher Herren, mancher unter Anführungszeichen Gurus, die so viele Linien im Chart liegen haben, dass man eigentlich den Kurs kaum noch erkennen kann. Das ist sicher nicht wünschenswert und nicht zielführend für mich. Das möchte ich absolut vermeiden. Da fange ich mal mit den Basics an, also kurzfristigen Hochs und Tiefs. Und das zeige ich gleich. Da muss ich jetzt einfach mal von einer Definition ausgehen und diese ändern, verwerfen oder ja, auch ausbauen kann ich dann immer noch, wenn sich es empfehlen sollte. Aber ich gehe jetzt einfach mal von der Definition eines Hochs für mich aus, dass dieses bestätigt ist, sobald eine Nachfolgekerze das Tief dieser Kerze, die das Hoch markiert, unterschritten hat. Das heißt, dass Inside Bars hier nicht zählen, um ein neues Hoch zu bestätigen. Klingt jetzt sehr theoretisch, aber ist praktisch ganz einfach zu erkennen. Und da springen wir auch schon in die Tagescharts der DAX 30 Aktien. Kurz zu den Fragen im Chat. Ja, Norbert möchte wissen, ob man auch alle Aktien als CFDs handeln kann. Definitiv mache ich auch seit Jahren schon so. Hat eigentlich kaum Nachteile, viel mehr Vorteile als Nachteile. Wirklich Aktien bevorzugen würde ich erst in dem Moment, in dem ich Long-Positionen über eine sehr, sehr lange Zeit halte, um hier dann
die Finanzierungskosten zu umgehen, die CFDs pro Nacht haben. Und das funktioniert bei jedem CFD-Broker? Nein. Ja, im Grunde schon. Im Grunde funktioniert es bei jedem CFD-Broker. Es sollte halt einer sein, der fair preist, der die Kurse im Idealfall 1 zu 1 von der Originalbörse übernimmt. Und das macht dann nicht jeder. Also manche gehen her und verlangen statt einer Gebühr, erhöhen statt einer Gebühr einfach den Spread. Und das ist suboptimal, weil ein möglichst enger Spread und damit der börsenechte Spread von der Originalbörse immer zu bevorzugen ist, weil umso enger das Spread, umso unwahrscheinlicher werde ich eben knapp zu Ungunsten ausgestoppt. Ich fange jetzt mein Backtesting oder meine, sage ich jetzt, Historie, die sich im Laufe der nächsten Wochen ja erweitern wird, am 01.01.2016 an. Das sind zwar erst 4 Monate im neuen Jahr, aber wenn die Idee, wenn die Strategie schon in diesem Zeitraum keine positiven Ergebnisse bringt, dann kann ich sie ohnehin gleich in die Tonne kippen. Ja, den 30.12.2015, letzten Handelstag des Vorjahres, wäre natürlich schön noch mitzunehmen, aber den lasse ich jetzt bewusst weg. Da hat fast jede Aktie 1A Verkaufssignale produziert, die, ich glaube, von den 30 DAX-Aktien sind sicher 20 da in die Kursziele gelaufen oder eigentlich gesprungen. Aber das lasse ich mir jetzt bewusst weg. Wir starten am 1. Januar und habe mich heute mal darauf konzentriert, den Monat Januar fertig zu bekommen mit allen DAX 30 Aktien, damit wir ein paar Tage uns heute ansehen können, wo bereits mehrere Signale auftreten und wo ich mich dann eben für ein Signal entscheiden müsste. Und genau diese Entscheidungen möchte ich ja logisch nachvollziehbar machen. Nochmal zur Frage von Norbert, handelt momentan bei VIA Self Invest, wäre das so ein fairer Broker? Ja, also VIA Self Invest hat börsenechte Kurse. Die Mindestgebühr liegt allerdings bei 10 Euro pro Trade. Das heißt, bei kleineren Stückzahlen ist hier der Kostenfaktor schon ein großer. Ich könnte das andere Broker auch schon erwähnen, aber eigentlich ist das noch ein Thema, was ein bisschen zu früh ist. Ich kann zwar schon sagen, dass ich bei Active Stories handle und JMainCard nicht mehr, die sind mit IP im Start. Ja, die haben jetzt echte Aktien auch, also mit als IP von Interactive Brokers, aber ich glaube, die Frage zielt ja auf die Aktien CFDs ab, die wir selbst erst über City Index, sprich Gain Capital, bezieht. Genau, da haben sie jetzt die CFDs auch von Interactive Brokers, allerdings mit 50% Margenanforderung. Also nur, also zwar nur halb so viel wie für echte Aktien, aber ist halt auch schon heftig. Ich fange einfach mal an mit Adidas. Ich habe jetzt hier eigentlich mal, ich blende das mal kurz ein, nur eine schnelle Matrix heute produziert. Das ist mein Journal oder meine erste Versuchsreihe, an welchem Tag entstanden welche Signale oder welche potenziellen Signale, habe mir die CFVs rausgerechnet. Und wie das Ganze, wie ich zu diesen CFVs gekommen bin, zeige ich gleich an den ersten Beispielen. Und da bei dieser Durchsicht wird hoffentlich klar, wie ich hier die Hochs und Tiefs erstmal definiere und wo ich die Stops und Kursziele sehen würde. So, nein, Karl, hier entstehen ein paar Rückfragen, kein Problem. Bei CFDs für Aktien ist sehr wenig Kapital notwendig, nicht sehr viel. Wenn eine Aktie 100 Euro kostet, dann müssen Sie mit der Aktie auch 100 Euro hinlegen. Beim CFD sind es vielleicht 10 Euro, weil der Broker nur 10% Margin verlangt für diese Aktie, für diese CFD auf die Aktie. Also wenig Kapital, CFDs. Bei wem das Kapital egal ist, der kann auch mit den Aktien kaufen und leer verkaufen. Also, Adidas. Ich habe hier ein paar Kerzen mit einer grauen Ellipse markiert. Ich schaue mal kurz rein, ob Sie die Ansicht hoffentlich problemlos erkennen können. Ich zoome noch etwas rein. Das dauert dann immer etwas bis zum Zoom. Sie sehen, jetzt müsste er bei uns sichtbar sein. So, was haben wir hier?
Am 7.1. notiert. Genau, wir haben hier eine Unterstützung. Adidas fällt am 7. Januar oder bestätigt ein Tief von 16. November 2015. Das ist die Kerze, die ich hier mit dem Fadenkreuz markiert habe, ganz links. Und dieses Tief bestätigt die Januar am 7.1. mit einer schönen bullischen Tageskerze. Wer jetzt theoretisch, wir haben eine Unterstützung, wir haben eine grüne bullische Tageskerze, die jetzt auch nicht zu lang ist. Das Stopp könnte man hier unter das Tagestief legen, das Kursziel wäre hier oben beim alten Zwischenhoch, aber ein Einstieg kommt hier für mich nicht in Frage, weil der Einstieg, und zwar in Form einer Stop-Buy-Order über dem Tageshoch, genau unter einem Widerstand liegen würde, den Adidas, das ist eine Unterstützung hier, die Adidas gerade erst nach unten hin durchbrochen hat, und die Kauforder würde jetzt genau wieder unter diesen neuen Widerstand zu liegen kommen. Also gibt es definitiv schönere Setups für mich. Dann haben wir jetzt hier eine Situation des Inside Bars, die ich gleich zeigen möchte, warum, wie ich ein Hoch definiere. Ich schiebe jetzt mal die Ellipse weg, damit Sie das besser erkennen können. Wir haben hier am 12.01. mit dem Fadenkreuz markiert ein neues Zwischenhoch, das nächsten Tag zwar insofern bestätigt wird, dass ein tieferes Hoch vorliegt, aber das Tief dieser Vortageskerze wurde nicht überschritten. Wir haben ein Inside Bar, also die Kerze passt in ihrer ganzen Länge in die Größe der Vorkerze. Jetzt wahrscheinlich nicht so geschickt beschrieben, aber die Kerze wird einfach von dieser Kerze umfasst zur Gänze. Hier links mit dem neuen Hoch. Das heißt, wir haben noch keine Bestätigung dieses Zwischenhochs. Zwischenhoch ist erst bestätigt, wenn wir auch ein tieferes Tagestief vorliegen haben. Das heißt, diese Kerze hier, diese negative Kerze am 13.01. ist kein potenzieller Short-Einstieg, weil das Hoch noch nicht bestätigt ist. Und damit habe ich noch keinen Widerstand gefunden, den ich nehmen würde. Ziehe ich wieder runter. Dann haben wir auch noch eine Situation hier am 22. Januar, hier die dritte Ellipse markiert. Adidas klopft wieder am alten Widerstand an, kommt hier einfach nicht drüber, produziert ihr dann eine kleine bärische Tageskerze. Für mich sind immer kleine negative Tageskerzen notwendig für einen Short-Einstieg, kleine bullische für den Long-Einstieg, packe ich dann im Laufe der Zeit alles in einen genau detaillierten Tradingplan für Sie. Und jetzt haben wir die Situation am 22. Januar, dass im Grunde ein Setup vorliegen würde mit einem sehr schönen Kursziel, auch charttechnisch hier unten angesiedelt bei 83,5, 83. Nur ist der potenzielle, also der sinnvolle charttechnische Stop-Loss auch sehr weit weg. Und zwar wäre der hier anzusetzen. Das ist diese horizontale gelbe Linie, die ich jetzt eingezeichnet habe, die Sie hoffentlich sehen. Wenn ich jetzt hier im Tagestief die Stop-Sell-Order lege und hier ist mir der Stop einfach viel, viel, viel zu weit weg. Das ist dann eine Frage für später. Machen diese charttechnischen Stops überhaupt Sinn oder nehmen wir doch wieder Wohler-Stops und Wohler-Kursziele? Das wird für mich sehr aufschlussreich, aber die erste Annahme, und von der ich brauche jetzt einfach mal ein Material, mit dem ich arbeiten kann, die erste Annahme ist einfach mal jene, dass ich Setups suche, die relativ nahe Stops ergeben, damit wir gute CRVs kriegen. Und die Erfahrung hat auch gezeigt, dass der Stop enger liegen kann, als man meinen würde, weil Positionen, die Trades, die aufgehen, die erfolgreich enden, laufen meistens von Beginn an in die richtige Richtung. Dann hat sich länger kein Setup ergeben bei Adidas. Und jetzt haben wir aber hier, ich nehme das Fadenkreuz, am 11. Februar ein neues Zwischenhoch, auch nur ganz knapp bestätigt, nächsten Tag gerade mal das Tagestief und das Hoch etwas unterschritten. Und dieses Zwischenhoch, jetzt horizontal markiert, wurde per Schlusskurs nicht überboten, wenn es auch knapp war am 15. Februar hier, wurde dieses letzte Zwischenhoch ganz knapp nicht überboten, damit hat der Widerstand noch Bestand und dann haben wir eine kleine bärische Tageskerze,
Die hat zwar auch darüber hinausgeblickt im Laufe des Tages, aber nicht per Schlusskurs überboten. Und damit haben wir hier eine attraktive Trading-Chance nach diesem Setup. Stop Sell würde unter dem Tagestief zu liegen kommen. Stop Loss auf dem Tageshoch ist auch das Bewegungshoch bei 92 und das Kursziel würde ich hier unten bei knapp über dem letzten Zwischenlief ansiedeln bei 84,8 und das ergibt ein CRV von ziemlich genau 3. Die Order wurde nächsten Tag aber nicht ausgelöst, das heißt das Tagestief wurde nicht mehr unterschritten, damit kann die Stop Sell Order am Abend des nächsten Tages storniert werden, das Setup ist nicht mehr gültig. Wenn man mit Limit Order eingestiegen wäre, würde man hier einen Fehltrade verbuchen müssen. Ich bleibe erstmal bei der Variante mittels Stop Sell und Stop Buy einzusteigen. Hat sich auch jahrelang bewährt. Wir haben ein neues Zwischenhoch am 22. Februar in Adidas. Am 26. dann eine Bestätigung dieses Zwischenhochs. Aber hier haben wir auch wieder diese Kombination aus, das Stop-Loss wäre doch sehr weit entfernt. Aber vor allem das letzte Zwischentief, was das erste logische Kursziel wäre, ist viel zu nah. Da haben wir ein CFV von gerade mal oder nicht einmal 1. Und damit kein attraktives CFV. Am 9.3. ähnlich, ich zeige Ihnen noch kurz das letzte Zwischentief ein, gelbe horizontale Linie, da sehen Sie, Adidas sitzt zwar darauf auf, knapp nicht unterboten und dann gibt es eine bullische Tageskerze, der Kerzenkörper selbst ist zwar klein, aber das Tageshoch ist sehr weit weg und ich ziehe die Ellipse mal weg, damit man es besser erkennt, genau, das Tageshoch dieses 9. März liegt auch weit über dem der Vortageskerze und ich müsste jetzt, wenn ich es dabei oder auf dieses Tageshoch lege, sehr spät erst einspringen und damit habe ich auch wieder ein CRV von gerade mal 1, wenn ich den Stopp hier legen würde und das Kursziel hier auf das letzte Hoch, absolut unattraktiv. Ob sich es empfiehlt, per Stop-Buy über dem Tageshoch einzusteigen und nicht irgendwie nächsten Tag gleich Market oder vielleicht in den Stundenchart reinzugehen und um 9.30 Uhr oder um 10 Uhr einzusteigen, steht auf der To-Do-Liste, auf der immer länger werdenden To-Do-Liste für die Ausarbeitung dieser Strategie. Und wird auch spannend zu sehen, aber erstmal bleiben wir bei dieser Ausgangslage. Den 15.3. habe ich hier auch markiert, weil er eine aufschlussreiche Situation darstellt, warum das jetzt für mich kein antizyklischer Short ist, auch wenn die Tageskerze klein ist, der Stopp hier sehr nahe wäre und das Kursziel auch in Form dieser gelben Unterstützungslinie, die ich einfach mal nach rechts verlängere, eigentlich attraktiv wäre, hier hätten wir ein CRV von 3 bis 4 vielleicht sogar, aber die Vortageskerze, der 14.3. markiert einen neuen höchsten Schlusskurs über dem Hoch hier vom 2.3. und damit ist der Widerstand für mich zertrümmert. Also das ist eine Definition von mir, die ich jetzt einfach mal so schwarz auf weiß festlege, wenn ein neuer höchster Schlusskurs über dem alten Zwischenhoch schließt, dann ist der Widerstand Geschichte. Damit erlaube ich hier auch am 15.3. keinen Short-Einstieg. Ja, 29.3. selbe Geschichte. Hier hätten wir zwar, sieht aus wie ein Doppeltop, zeichne es wieder ein, der gelben Linie, aber hier am 23.3. neuer höchster Schlusskurs, damit ist der Widerstand Geschichte. Damit ist auch der 29. März kein Signal. Der 7.4. hingegen hier, habe ich mir schon rausmarkiert, wäre es ja wohl ein potenzieller Short-Einstieg. Widerstand Doppeltop hier bestätigt. Sie sehen schon hier viele, viele antizyklische Signale und weniger prozyklische. Ganz einfach deshalb, weil ich schon festgestellt habe oder feststellen musste, in einem schönen Trend wird man nicht viele Gelegenheiten bekommen, ein bestätigtes Zwischentief zu sehen, sondern der Trend läuft halt vom Korrekturtief eigentlich schnurstracks wieder in Richtung neue Hochs und das ist definitiv eine Baustelle, hier antizyklisch aktiver werden zu können.
Es erfordert dann entweder eine Erweiterung des Regelwerks oder eine Zusatzregel, dass man auch Ausbrüche handelt, wenn sich denn sinnvolle charttechnische Stopps und Kursziele finden lassen. Dazu kommen wir auch gleich noch. Also dieser 7. April hier stellt nach dem jetzt hier mal aufgestellten Setup ein gültiges Verkaufssignal dar. Rote Tageskerze, Widerstand bestätigt. Der Stopp würde über dem Hoch zu liegen kommen. Das als Kursziel wähle ich das letzte Zwischentief hier. Und damit haben wir ein CAV von 2,3. Das heißt, wenn der Trade aufgeht, habe ich einen 2,3-fachen Gewinn gemacht, als ich riskiert habe. Ist okay, 2,3 ist jetzt nicht berauschend. Bin mir sicher, dass an diesem Tag, wenn andere Verkaufssignale vorhanden sind, schönere, bessere CAVs vorhanden sind. Und das ist dann eben das Schöne an der Variante, einfach das bessere CAV zu wählen, sich hier nicht den Kopf zu zerbrechen. Was sieht schöner aus, was sieht sympathischer aus? Man nimmt dann einfach das mathematisch-logische Setup. 12.4. hier markiert mit der grauen, mit der letzten Ellipse. Wäre jetzt hier so ein potenzielles Fortsetzungssignal in einem Aufwärtstrend. Hier haben wir das Tief vom 1. April mehr oder weniger bestätigt. Wir haben auch eine bullische Tageskerze. Aber ein CRV lässt sich hier gezielt nicht ausmachen, weil ich müsste den Stopp hier auf das Tagestief legen. Das ist schon mal sehr weit weg. Und dann habe ich das letzte Doppeltop eigentlich als Widerstand in der Nähe. Das heißt hier würde ich die Finger von Long lassen. Noch dazu bin ich ja noch in der Short-Position, auch wenn das hier der Wendepunkt war und dann zum Ausstoppen geführt hätte. Aber das hier ist definitiv kein sexy Kaufsignal. Was haben wir noch? Dann haben wir genau vorgestern erst, am Dienstag, also von gestern auf heute, ein definitiv brauchbares, wieder antizyklisches Verkaufssignal. Wir haben hier das Zwischenhoch vom 19. April. Und gestern, gestern ein Spinning Top, ein negatives, wollte ein neues Hoch markieren, hat es nicht geschafft, fiel wieder zurück, ist auch psychologisch ein schlechtes Zeichen und hätte dann hier den Stop Loss gelegt über das Tageshoch. Kursziel wäre wieder das letzte Zwischentief gewesen, das wäre ein CRV von 2,2, Chance-Risiko-Verhältnis von 2,2. Auch nicht berauschend, aber war ein valides Setup. Ist ohnehin hinfällig, weil die Aktie heute gleich mit einem Riesengap nach oben hin eröffnet hat und die Order damit nicht ausgeführt wurde. Die nächsten Aktien habe ich jetzt nicht mehr so ausführlich mit alle Situationen markiert und archiviert, weil sonst sprengen wir zeitlich jeden Rahmen. Ich gehe jetzt ein bisschen zügiger durch. Nächste Aktie, Allianz. Hier haben wir am 5.1. So, Fadenkreuz markiert die bullische Tageskerze wieder. Da sitzen wir auf einer schönen Unterstützung auf. Zeichne die Unterstützung kurz mal gelb ein. Hier haben wir eine bullische Tageskerze, die ein CRV von 2 ergeben würde, wenn man wieder unter dem Tief den Stopp setzt und beim letzten schönen Widerstand in Form des Zwischenhochs hier das Kursziel, dann haben wir eigentlich ein glattes CRV von 2. Das heißt, wenn ich 1% riskiere, kann ich 2% gewinnen. Wäre, glaube ich, in relativ kurzer Zeit machbar. Das Stop-Loss ist halt leider nicht so günstig, weil er doch ein bisschen weit weg ist. Wenn ich jetzt sage, ich nehme nicht das Tagestief, das sehr weit weg ist, sondern eher die vorige Unterstützung, dann hätte man CRV glatte mal von fast 4 und das ist natürlich verführerisch, immer den engeren Stop zu nehmen, um hier höhere Stückzahlen zu ermöglichen, das CRV zu verbessern. Aber ich kann mich nur wiederholen, Ausgangslage für den ersten Testlauf sind mal die charttechnischen Stops. Wir sehen uns an, wie schnell das Ergebnis ab und dann gehen wir Schritt für Schritt alle weiteren Stopp, Kursziel, Gewinnmitnahmemöglichkeiten durch, alle verschiedenen Einstiegsmöglichkeiten und nehmen dann alle Trades wieder erneut durch, schauen uns an, was läuft besser, was läuft schlechter, um am Ende eben eine schöne Abstimmung zu finden. Am 14.01. hier habe ich markiert, auch als mögliches Kaufsignal hier, weil ein kurzfristiger Boden gefunden wurde. Aber da finde ich kein Ziel nach oben hin. Hier das Zwischenhoch von tags zuvor ist viel zu nah
Und dann haben wir einen fetten Widerstand in Form der Alt-Unterstützung. Also hätte ich einfach kein vernünftiges Kursziel gefunden, damit kein vernünftiges TFV. Hier der 1. Februar, und das sind jetzt hier wieder so ein Grenzfall, wo ich mir schon weiß, das wird eine Baustelle für die künftigen Tests. Ich kann nämlich das Kursziel nicht wirklich festmachen. Wir haben hier einen schönen Widerstand. Und ich zeichne nochmal gelb ein. Wir haben einen schönen Widerstand, der auch gleichzeitig der Stop-Loss werden würde. Die Signalkerze für mich hier wieder mit dem Fadenkreuz anvisiert, der 1. Februar. Kleine Biersche Tageskerze, die den Widerstand bestätigt oder daran hängen bleibt. Und mein Problem ist jetzt eben das Potenzial, die Chance für diesen Trade. Weil wenn ich das letzte Zwischentief hier wähle, dann habe ich ein CRV von gerade mal 1. Das heißt, ich muss hier, es ist ein Abwärtstrend, ich suche eigentlich nach bärischen Fortsetzungssignalen. Nur wenn ich jetzt kleingeistig bin und das Kursziel maximal hier festmache, vor allem des letzten Zwischentiefs, dann ist der Trade langweilig. Das heißt, ich kann hier eigentlich nur auf neue Tiefs spekulieren. Und das ist natürlich legitim, und das wird die Frage sein, bringt man das in einem und demselben Setup runter, dass man sagt, okay, bei Breakouts in Trendrichtung ist das Kursziel eben nicht sichtbar, da nehme ich einfach jetzt mal Faktor 3 für das Kursziel oder Faktor 4, oder man zieht einen Stopp einfach über jede Tageskerze nach, das wäre da sehr aufschlussreich zu sehen. So, dann war hier glaube ich nichts mehr, da haben wir doch noch was. Hier, 29. März, habe ich ein potenzielles Kaufsignal markiert, aber da haben wir ähnliche Situation wie vorher bei Adidas. Die Chance ist einfach zu gering, das letzte Zwischenhoch ist viel zu nah und würde mir die Chance komplett kappen. Auch der Stop-Loss ist nicht attraktiv. Keine Chance für dieses Signal. Während der 15.04., ich markiere hier gelb nochmal das letzte Zwischenhoch, ich zoome nochmal rein. Der 15.04. hier in Form dieses kleinen roten Dojis oder die Spinning Tops als jetzt auf dem Papier extrem sexy. Warum? Ich habe einen klaren Widerstand, das letzte Zwischenhoch wurde bestätigt, wurde nicht überboten, und dann habe ich jetzt einen sehr, sehr engen, sinnvollen charttechnischen Stop-Loss. Das heißt, das Tageshoch ist hier sehr, sehr nah am Tagestief, wo ich die Stop-Sell-Order legen würde. Und vor allem jetzt durch das Kursziel in Kombination schon mal, der enge Stop-Loss ist schon mal sehr schön, aber auch das sinnvolle Kursziel liegt hier unten beim letzten Zwischentief, und das gibt mir ein CFV von 8,8. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt 1% von meinem Kapital riskieren würde, hier 8,8% Gewinn erzielen, wenn der Trade aufgeht, so wie er im Idealszenario ablaufen könnte. Und das ist eigentlich ein Muss-Trade nach diesem Setup. Vor allem da die letzten Swings so dynamisch waren, würde ich jetzt auch nicht schätzen, dass der Trade sehr lange brauchen würde, wieder um dieses letzte Zwischentief zu erreichen. Den Faktor Zeit muss ich noch irgendwie reinkriegen in die CFV-Berechnung. Aber ein CFV von 8,8 in einem schön swingenden Aktie muss man eigentlich blind nehmen. Wäre nicht aufgegangen, nächsten Tag sogar ein kleines Gap nach unten, das heißt ein bisschen negatives Slippage, und wäre dann rasch in den Stopp gelaufen. Da sieht man auch wieder, ein weiterer Stopps wäre hier sinnlos gewesen, weil mit Überschreiten dieses Widerstands sehr viel Kaufdruck reingekommen ist in die Aktie. Da darf man nicht zögern, den Short abzuhaken. BAS, Aktie Nummer 3, da habe ich jetzt wirklich nur noch die validen Setups markiert. Als erstes den 22. Januar. Ich verlängere hier wieder nach rechts. Also mit blauen Linie das letzte Zwischentop vom 19.01. Warum ist das ein Zwischentop? Das ist ein Zwischenhoch. Wir haben ein neues Tageshoch. Das ist links und rechts eingegrenzt von engeren, also von engeren, von niederen Tageshochs, und das Tief dieser Kerze wird auch überschritten. Also ist die wie aus dem Buch die Definition eines Zwischenhochs, auch wenn es hier nur minimal ist. Ja? Aber ich, wie schon erwähnt, ich suche nicht nach einzementierten Widerständen und Unterstützungen, die jeder sieht, sondern versuche hier schon für mich etwas Raffinesse reinzubringen,
um mir auch nicht allzu offensichtlich zu agieren, erstens, und zweitens, um eine genügende Anzahl von Signalen zu erhalten, weil wenn man immer auf glasklare und 1A-Signale wartet, dann wird man einfach zu wenig zu tun haben. Also hier, 19.01. ziehe ich einen kleinen Widerstand für mich, auch im intakten Abwärtstrend, darf man sowieso nicht zu lange zögern. Und hier ist der 22.01. markiert zwar ein neues Hoch, aber ist eine bärische Tageskerze. Damit haben wir immer noch den alten Widerstand gültig, weil er mehr oder weniger einen Fehlausbruch darstellt. Und da die Tageskerze auch sehr schon klein ist und das Kursziel vor allem des letzten Tiefs auch nicht zu weit entfernt ist, gibt es ein CFA von etwas über 3. Und das ist ein schönes Setup im intakten Abwärtstrend. Ein Trend folgend wäre auch innerhalb von 3 Tagen im Kursziel gelandet, welches auch eigentlich ziemlich exakt getroffen wurde. Also das sind die vielversprechenden Setups in intakten Trends. Da darf man es nicht zögern, wenn man kleine Hochs und Tiefs findet. So, muss kurz was abspeichern. Dann haben wir hier den 4. April bei BIS. Ein valides Kaufsignal. Warum ist hoffentlich zu erkennen. Wir haben hier die Unterstützung, vor allem des letzten Zwischentiefs. Eine kleine bullische Spinning Top. Der Stop unten auf der Unterstützung und das Kursziel hier oben beim letzten Hoch ergibt, ja. Was hat das? Ein CRV von nur 1,8. Also ist jetzt ein CRV von nur 1,8, ist nicht unbedingt sexy, aber es ist ein Trend folgend und es ist nicht zu spekulativ, weil jetzt kein neues Hoch erreicht werden muss, um das auszuschöpfen, sondern es reicht hier einfach nur der Anlauf auf das alte Hoch. Wäre nicht ausgelöst worden nächsten Tag, das Tageshoch wurde nicht mehr überschritten. Und dann haben wir interessante Situation am 8. April. Da haben wir nämlich die nächste Unterstützung hier unten. Das Tief vom 7. März. Das wurde exakt angelaufen am 7. April. Dann haben wir am 8. April eine bullische Tageskerze, die Stop, mit dem Stop-Loss hier unterm Tief und mit dem Kursziel hier oben, wie auch beim vorigen Trade, ein CRV von 4,7 ergibt. Warum ist diesmal so viel höher als CRV? Weil ja viel mehr Platz zum Kursziel vorhanden ist. Das haut mir das Chance-Risiko-Verhältnis in einen sehr schönen Bereich rein. Wäre auch aufgegangen innerhalb kürzester Zeit, wenn es denn dieser Trade an diesem Tag geworden wäre. Das war's für BASF. Ich frage mal kurz in die Runde, bestehen hier ganz konkrete Fragen zu den Setups, weil sonst würde ich dazu übergehen, nicht mehr zu detailreich zu analysieren, damit wir hier die Januartage durchgehen können, für welches Signal ich mich entschieden habe. Kann man bei dem Niveau bei Deutsche Bank einsteigen? Das ist eine Frage, die ich sehe es mir zwar an, aber unmöglich beantworten kann, weil ich nicht so trade. Also dieses Niveau hier, wie Sie es nennen, ist für mich im Niemandsland. Ja? Zwischen Unterstützung, zwischen Widerstand, das ist für mich kein Setup. Ich handle, was ich sehe und das ist für mich gerade ein Aufwärtsswing, den ich jetzt nicht mehr nachlaufen würde. Dazu bin ich zu kurzfristig. Also das, was ich jetzt vorgezeigt habe, habe ich mit allen 30 DAX-Aktien veranstaltet. Jetzt gehe ich mal in meine Tabelle, jetzt ziehe ich wieder rein. Durch an welchen Tag mehrere Signale zur Auswahl standen. Da haben wir am 5. Januar 2 Kaufsignale. Einmal bei Allianz, einmal in Bayer. Allianz mit dem CRV von 2, Bayer mit dem CRV von 2,4. Das heißt, die logische Wahl wäre hier jetzt Bayer.
Siehst die Tageskerze hier mit den Farben kurz markiert, die grüne hier, 5. Januar. Unterstützung, Kursziel auch klar, wurde nächsten Tag nicht ausgelöst. Das hätte Allianz gemacht. Allianz hat mich eingestoppt und ausgestoppt. Das heißt, hier, ja, mehr oder weniger glücklicher Zufall, die Wahl für das bessere CRV hat mir hier zumindest mal einen Fehltrader spart, weil die mit dem besseren CRV wäre nicht ausgelöst worden, die Order. Januar, ein Kaufsignal in Henkel. Ja, ziemlich gleiches Setup wie zuvor. Das Zwischentief hier am 14.12. wurde nicht unterboten. Haben wir einen kleinen bullischen Hammer, der sagt, Leute, die Unterstützung gebe ich noch nicht auf. Und hier haben wir ein schönes Potenzial. Das ist ein CRV, glaube ich, gewesen von, ich sage mal nach, 4,1. Das heißt, der Gewinn wäre viermal so hoch gewesen wie der Verlust. Das ist ein schönes CRV. Da kann man eigentlich bedenkenlos zugreifen, auch wenn es antizyklisch ist. Wurde aber nicht ausgelöst. Also kein Fehltrade, kein Gewinntrade, gar nichts. Stop Buy oder nicht aktiviert nächsten Tag, weil das Tageshoch nicht mehr gesehen wurde. Am 7.1. haben wir wieder zwei Kaufsignale, Deutsche Bank und Deutsche Post. Deutsche Post mit dem CRV von 3,3, wesentlich besser als Deutsche Bank mit 2,1. Schauen wir uns an. Ja, ähnliches Setup, Deutsche Bank hier. Wieder sitzt auf der Unterstützung auf. Kursziel ist dazwischen hoch. Wäre ausgelöst worden und sofort im Stop-Loss gelandet. CRV von 2,2 und Deutsche Post. Dito. Also noch schöneres Setup. Wir haben ja, glaube ich, ein CRV von 3,3 gehabt. Ist auch ein ziemlich hirnloser Trade, nenne ich es mal. Und wurde leider ganz knapp eingestoppt und lief dann Stop-Loss. Da war einfach gerade nichts mehr möglich. Anfang Januar mit Longs. Das Setup würde ich aber sofort wieder nehmen. Januar kein Signal, 11. Januar ein Kaufsignal Deutsche Börse, CRV 3,7. 3,7 ist auch sehr schön. Es ist die kleine Bullsche Tageskerze hier, 11. Januar. Das Zwischentief von Mitte Februar schön bestätigt, vorläufig zumindest. Die Order wurde dann auch ausgelöst, lief gleich stark los und fiel dann wieder stark zurück und landete am 20. im Stop-Loss. Da ist es eben dann die Frage, wie manage ich die Position, die hier jetzt am 13. Januar schon den halben Weg zum Kursziel zurückgelegt hat. Hier möchte ich dann eigentlich nicht mehr wegsehen und einfach Daumen drücken, das wird schon, sondern hier werden wir mit diversen Methoden optimieren versuchen, entweder Break-Even-Stop, dass zumindest kein Verlust mehr möglich ist, oder vielleicht die halbe Position auflösen, sobald das Anfangsrisiko herin ist, damit man zumindest in Summe keinen Verlust mehr macht. Also da gibt es mehrere Methoden, hätte auch hier auch definitiv nicht gereicht, um den Stop-Loss zu schützen. Dreizehnter Januar, mehrere Signale. Linde, Deutsche Bank und Beiersdorf. Alle short. Beiersdorf. Ja, spannendes Setup. Ich markiere wieder mal den alten. Nee, Moment. Der 13.1. hier bestätigt die alte Unterstützung als neuen Widerstand, ist jetzt nicht so klar und hat sowieso nur ein CRV von 1,8. Das kann man eigentlich gleich verwerfen, weil die anderen beiden bessere CRVs haben. Schauen wir mal bei Deutsche Bank rein.
Das ist ja hier wieder eben ein Trendfolgesignal. Also da haben wir ein Zwischenhoch vom 8.1. nicht gepackt und am 13.1. haben wir eine kleine bearische Tageskerze mit engem Stop-Loss. Jetzt habe ich hier aber kein Kursziel charttechnisch. Wir haben auch links keine Tiefs sichtbar, die mir ein logisches Ziel geben würden. Das heißt, ich muss hier eine Methode finden, einfach wenn das Risiko mit einem Faktor zu nehmen oder zu sagen, wir spekulieren einfach auf neue Tiefs und ziehen dann Stops nach oder realisieren den Gewinn ab Summe XY. Wäre definitiv ein schönes Fortsetzungssignal gewesen. Da muss man es auch dann ein korrektes Management finden. Und der dritte Auswahl an diesem Tag war Linde. So, hier 13. Januar. Auch wieder hier alte Unterstützung wurde zum Widerstand. Schönes Spinning Top und hat hier ein CRV von 3,05. Enger Stopp über dem Tageshoch. Kurz ist das letzte Zwischentief. CRV von 3, was in so kurzer Zeit erreicht werden kann, wenn das kurze nahe ist, ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Trade und wäre hier gegenüber dem Deutsche Bank Trade, wo ich nicht weiß, wie mein CRV aussieht, definitiv nach dieser Methode zu bevorzugen, wäre schon aufgegangen. Gewinn 3%, maximaler Verlust 1%. Da haben wir einen halben Januar durch. Viele Signale waren es dann nicht mehr. 18. Januar Bersdorf wieder. Ja, auch spannend. Das ist diese bullische Tageskerze hier, die aggressiven Doppelboden bestätigt. Das haben wir dafür einen CRV 2,05. Jetzt ist es nicht unbedingt sexy, aber die Aktie ist gerade so volatil, dass das wahrscheinlich in kurzer Zeit erreicht werden kann. Hier haben wir dann auch eine unangenehme Situation, wenn ich dieses Signal genommen hätte, dass es nächsten Tag mit einem großen Gap nach oben wegspringt. Was in der Regel selten ein Problem fürs Kursziel ist, sind solche Gaps, ziehen oft Anschlusskäufe nach sich. Aber ich muss die Exits hier anpassen. Wenn ich den Stop-Loss und das Kursziel da belasse, wo sie ursprünglich lagen, haut mir mein CRV komplett über den Haufen. Das heißt, ich muss definitiv das Kursziel anpassen und Stop-Loss anpassen. Wenn ich den Stop-Loss hier nachgezogen hätte, hätte es mich sofort wieder rausgehauen, was schade gewesen wäre, weil es dann ja steil nach oben ging. Aber hier liegt der Fokus Nummer 1 immer auf Kapitalerhalt. Das heißt, ich bin ja nicht bereit, plötzlich mein dreifaches Risiko zu tragen, also 3% pro Trade zu riskieren. Wäre auch fast dann so gewesen, dass der Stop gerissen wäre, wenn ich es getan hätte, was aber nicht in Frage kommt für mich. Also hier den Stop-Loss dazu belassen, wo er war, bei einem großen Gap, ist ein No-Go. Aber ich denke, das ist ohnehin nicht das beste CRV gewesen. Ah, war das einzige Signal an diesem Tag. Okay. Also 1% Verlust. Merk mit dem nächsten Signal. Januar. Auch wieder sehr antizyklisch. Also das habe ich heute schon gesehen. Das ist eigentlich so, wie ich es jetzt mal definiert habe, mit Hochs und Tiefs zu arbeiten, die bestätigt sein müssen. Eine Strategie primär für Antizykler ist okay, wenn es funktioniert, aber wird dann vielleicht nicht in allen Phasen funktionieren. Und da ist für mich wahrscheinlich die größte Baustelle, das zu adaptieren für Fortsetzungssignale. Bin aber zuversichtlich, dass sich das finden lässt. Hier der 20. Januar, schöne kleine Kerze mit sehr engem Stop-Loss. Und Kursziel hier am letzten Zwischenhoch ergibt ein CRV von 4. Das heißt, der mögliche Gewinn ist viermal so groß wie der potenzielle Verlust. Lief sehr schön in die richtige Richtung. Jetzt wird es wieder spannend, wie manage ich die Position im Gewinn. Wenn ich hier den Stopp auf die letzten Tiefs nachziehe, dann habe ich hier zumindest noch ein CRV von 3 realisiert. Aber hier darf man die Position mit Sicherheit nicht mehr in Richtung Stop-Loss zurückfallen lassen, wie es dann auch geschehen wäre, wenige Tage später. Der 22. Januar glänzt mit 1, 2, 3, 4, 5 Short-Signalen. Das höchste CRV haben wir bei BAS und Continental.
BASF und Continental. Ah, das ist hier diese schöne kleine Tageskerze, die ich vorher kurz im Detail durchgegangen bin, die es eben nicht schafft, das letzte Zwischenhoch zu negieren. Und da haben wir ein CRV von 3 in so einem kurzen Zeitfenster in einer Trendfortsetzung. Sehr, sehr sexy. Der Konkurrent, der stärkste Konkurrent war Continental. Ähnliches Setup, anderes Ergebnis. Das Setup ist hier fast identisch. Markiere diese Kerze wieder mit dem Fadenkreuz. Auch sehr enger Stopp, sehr enges Kursziel, aber die wäre ein und rasch wieder ausgestoppt worden. Schau kurz nach, BASF hat ein etwas besseres CRV, damit wäre es nach unseren Kriterien zu bevorzugen gewesen und hat uns hier, war hier definitiv die richtige Wahl. Schönes Ergebnis. Nächsten Tag zwei Signale, Bayer und Infineon, beide mit CRV3 und bei beiden habe ich hier stehen Ast rein, also das ist dann spannend zu sehen, wie man sich dann entscheidet. So. 25. Januar. Ja, hier wieder kleine bärische Tageskerze im intakten Abwärtstrend. Das letzte Zwischenhoch hier von 13. Januar perfekt bestätigt, konnte nicht überboten werden. Und CRV von 3 wieder im intakten Trend ist eine klare Sache, wäre auch erreicht worden. Der Konkurrent war, mein kurzer Gedächtnis in Finnien. Alzheimer lässt grüßen. Sehr ähnliches Setup, auch intakter Abwärtstrend, auch ganz klar, letzte Zwischenhoch bestätigt, kleine Tageskerze. Und wie vorher schon, der eine Hurra, der andere Pfui, wäre knapp ausgestoppt worden, bevor es dann wieder doch noch in Richtung Kursziel und darüber hinaus lief. Spannend hier ist hier für mich eigentlich der 1. Februar, an dem diese Trade ausgestoppt werden würde, bedeutet ein neues, neuerliches Verkaufssignal, weil ja der Widerstand nicht in Form eines neuen höchsten Schlusskurses negiert wurde, was dann im zweiten Anlauf geklappt hätte, aber heute bleiben wir mal beim Januar. So, da haben wir noch mal zwei Signale am 27. Januar. Lufthansa Short mit einem CRV von 1,3, Volkswagen mit 1,6. Das spricht also für Volkswagen. Wir fangen mit Lufthansa an. Ja, das war ja sowieso ein unschönes Signal, aber auf dem Papier aktiv. Da haben wir ein bestätigtes Zwischenhoch und hier am 27.01. eine bärische Tageskerze, die man nehmen könnte, aber der Stop-Loss ist ja so weit entfernt, sinnvollerweise, dass hier das Kursziel nur ein CRV von 1,3 ergibt, wenn man eben nicht darauf spekulieren will, dass der Ausbruch in Richtung Negativs geschafft wird, was hier aber der Fall war. Man könnte auch jetzt hergehen und den Stop-Loss hier auf das Tageshoch der Einstiegskerze legen, dann hätten wir auch, glaube ich, ein CRV von weit über 2 und viel attraktiver. Die wahre Alternative an diesem Tag war Volkswagen. Ja, viel klareres Setup. Da haben wir zwar auch den Stop-Loss ein bisschen weit weg, aber das letzte Zwischentief gibt zum Glück auch mehr Zeit und das war ein CRV von 1,6 schon mal bis zu diesem Zwischentief. Und dann kann man hergehen und wenn man in Trendrichtung spekuliert, ist so meine Vorstellung, dass ich am Kursziel am letzten Extrempunkt in einem intakten Trend mal die Hälfte mitnehme und dann für den anderen Rest eine andere Gewinnsicherung mitziehe per Trailingstopp. Das wäre so die Alternative, um von Trendfortsetzungen überproportional profitieren zu können. Also auch in diesem Fall wieder ein Gewinn von 1,6 R, wenn ich hier am Kursziel sofort alles raushaue.
Ja, und die letzten, das waren mal alle Signale für Januar. Am 1. Februar hätten wir noch 5 Signale, die mache ich noch kurz. Die zwei besten wären hier Bayersdorf und Deutsche Telekom. Also meine Prämisse hierbei ist immer, dass ich maximal ein Signal pro Tag pro Index wähle, jetzt für den DAX gesehen. Sonst könnte ich einfach, wenn zwei Signale sind, auch beide Signale nehmen, aber dann fehlt mir wieder dieses Auswahlkriterium, welches denn das bessere Signal ist. Ah, sehr schönes Setup hier bei Beiersdorf. Hier wurde ein altes, wurden alte Hochs aus Dezember nicht überschritten bei Schlusskursen und haben wir eine kleine bärische Tageskerze, die hier schon mit dem wirklich nächsten Kursziel, wenn ich das Kursziel jetzt nur hier anlege am letzten Zwischentief, ein CAV von, wo sind wir hier, ja knapp 3 ergibt, wenn ich davon ausgehe, dass aber hier unten beim Zwischentief von Mitte Januar das Kursziel liegt, dann habe ich einen CV sogar von 5 und das ist wieder äußerst sexy und wäre auch angelaufen worden. Allerdings habe ich hier eben die Situation, dass das Tagestief am nächsten Tag nicht mehr unterschritten wurde und die Stop-Sell-Order damit nicht ausgelöst worden wäre. Der Alternativkandidat war Deutsche Telekom. Hier mit diesem Hanging Man am Widerstand. Sehr schönes CRV in Form dieses Kursziels hier unten und des engen Stops hier über dem letzten Zwischenhoch. Jetzt müsste ich mal reingehen in den Tageschart, in den Intraday-Chart, um zu sehen, wurde hier jetzt, achso, Order wurde ohnehin nicht ausgelöst, nächsten Tag. Also sieht so aus, als wäre das Stop-Loss gerissen worden, aber das Tagestief wurde nicht unterschritten. Deshalb Stop-Sell ohnehin nicht ausgelöst. Das wären mal die ersten 30 Tage. Ich möchte jetzt nicht noch mehr Charts durchgehen, weil es doch schon wieder auf die 90 Minuten zugeht und ich hier jetzt nicht zu sehr volltexten möchte mit Setups, die für mich ja alles andere als noch in Stein gemeißelt sind. Wie Sie sehen, werfen diese ersten Tage, also diese ersten Backtesting-Tage und Analysentage sehr, sehr, sehr viele Fragen auf. Habe jetzt definitiv auch mehr Fragen als vor Start wieder im Werden. Sind die Setups eben für alle Trendphasen geeignet, wo ich jetzt mal sagen muss, so wie ich es jetzt aufgeschrieben habe, eher nicht, weil ich Trendfortsetzungen in steilen Trends wohl verpasse, mangels neuer Zwischenhochs, die bestätigt sind, neuer Zwischentiefs. Für alle Märkte geeignet, definitiv, weil es ist Markttechnik, Charttechnik, die kann ich jetzt das kann ich in Gold genauso einsetzen wie Euro-US-Dollar, im Wochenchart genauso wie im Tageschart. Und wie gesagt, sowohl mit Aktien als auch mit CFDs umsetzbar, aber nicht für Knockouts und Optionsscheine, weil man damit einfach nie genau festlegen kann, wo muss ich meinen Stopp im Knockout setzen, damit der Stopp im Chart genau auf diesem Hoch liegen würde. Hier sind Aufgeld, implizite Wohler, Zeitwert einfach so intransparente Faktoren, die charttechnisches Trading nicht möglich machen. Meine Einstiegsart, ich bleibe erstmal bei Stop Buy über dem Tageshoch, bei Stop Sell unter dem Tagestief. Muss mir aber definitiv ansehen, ob das die beste Variante ist, auch wenn sich's bei Swing Trading für Berufstätige bewährt hat. Der Ausstieg wird ganz interessant. Hier sehe ich eigentlich auch den größten Hebel. Also Hebel Nummer 1 ist sicher für mich das logische Einstiegssignal zu finden, um mir einfach im Kopf freier zu sein, abgebrühter und nichts bereuen zu müssen. Aber der größere Hebel auf die Performance ist hier sicher von Ausstieg zu erwarten, von diesen auch bei den Charts erwähnten höheren Kurszielen. Was mache ich jetzt, wenn das Target wirklich den achtfachen Abstand zum Stop-Loss weg ist und hier wirklich einige Tage Zeit gegeben werden muss, um das auch erreichen zu können? Und dann läuft die Position schon 3, 4, 5% in den Plus, in den Gewinn, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich habe mein Kursziel, ich habe das Stop-Loss, alles andere ist mir egal, so wie ich es beim Swing Trading für Berufstätige mache. Und da werde ich auch teilweise länger laufen lassen als 4 Tage.
Gap-Slippage sind auf den ersten Blick immer böse, weil man halt schlechter reinkommt als geplant. Allerdings, wie wir aus unserer Erfahrung beim Swing Trading kennen, sind solche Gaps oft ein Zeichen, dass Anschlusskäufe reinkommen und den Kurs rasch in Richtung Kursziel treiben. Aber die Exits müssen angepasst werden, weil wir sonst unser CRV nicht mehr halten können. Welche Highs und Lows und Trendlinien kommen in Frage? Das ist eben eine Frage, die sehr spannend wird. Ich gehe jetzt einmal in der ersten Definition, im ersten Testlauf von der heute vorgestellten Definition aus, von kurzfristigen Hochs und Tiefs nur horizontal. Trendlinien, Aufwärtstrends, dann Abwärtstrends, Dreiecke, V-Formation etc. Diese Trendlinien, die man auch anlegen könnte, lasse ich jetzt mal außen vor. Wird nachher sicher ein schöner Vergleich. Aber mir geht es jetzt mal darum, ein Grundgerüst zu finden, um die Ausstiege optimieren zu können. Und erst dann gehe ich wieder einen Schritt zurück und sehe mir an, wie mit diesen optimierten Ausstiegen sich die Einstiege optimieren lassen würden. Welcher Broker der richtige ist, hängt dann von vielen Faktoren ab. Dazu kommen wir auch später noch. Inside Bars, wie erwähnt, lasse ich hier mal raus bei der Definition von neuen Hochs und Tiefs. Ja, das ist, hat sich definitiv aufgedrängt. Bei stark klar intakten Trends fehlt es mir ja an einem charttechnischen Kursziel. Das müsste ich projizieren in Richtung neuer Hochs, was man mit Fibonacci zum Beispiel machen könnte. Oder indem man einfach hergibt und sagt, ich habe mein Risiko und das nehme ich einfach mal Faktor X und dort habe ich mein Kursziel. Oder man verzichtet in diesem Fall eben auf Kursziele und managt die Position im Gewinn dann Tag für Tag individuell, aber dann habe ich halt keine CRVs, an denen ich mich messen könnte bei der Entscheidungsfindung. Was weniger ein Problem ist, wenn es das einzige Signal am Tag ist, aber habe ich eben mehrere Signale, dann will ich jenes mit dem besten, dem vielversprechendsten CRV wählen. Die letzte Frage, die ich mir hier notiert habe heute beim Durchgehen der Charts, ist eben, ob man in klar intakten Trends nicht auf bestätigte Unterstützungswiderstände verzichten sollte, weil man sonst eben keine Chance hat reinzukommen, wenn der Chart nach Kurzkorrektur sofort wieder in Richtung neuer Hochs aufbricht. Das mache ich beim Swing Trading so, dass ich eigentlich nur versuche zu erahnen, wann die Korrektur zu Ende ist und dann auch einsteige hier beim gewählten Setup des bestätigten Tiefs. Wenn wir jetzt beim Fall eines Aufwärtstrends bleiben, gibt es halt die nicht oft in klar intakten, starken Trends. Hier macht der Kurs eine Kurzgewinnmitnahme nach unten und zack, läuft schon weiter nach oben. Und dass das Tief bestätigt wurde, sehe ich dann erst zu spät, wenn es schon zu teuer wäre, noch einzusteigen. Da wird es hier interessant zu sehen, ob man entweder auf eine Bestätigung verzichtet oder sogar neue Hochs kauft, wenn diese Ausbruchskerze einen sinnvollen charttechnischen Stopp ergibt, das heißt, ich kann den Stopp dann einfach unter das Tief der Ausbruchskerze legen, habe dann halt wieder das Problem, dass ich mir ein Kursziel projizieren muss. Ich gehe nur kurz die Fragen durch hier, da sind einige aufgetaucht. Nein, Henry, das Swing Trading für Berufstätige wird natürlich nicht ad acta gelegt. Wie du schon richtig sagst, never change a winning team. Es geht mir nur darum, deutlich mehr Entscheidungssicherheit zu bekommen, zu erhalten, einfach keine Räume haben zu müssen, warum ich mich jetzt für dieses Swing Trading Signal entschieden habe, nicht für andere. Und basierend darauf optimiere ich eigentlich einfach auch gleich alle anderen Parameter neu. Gibt es ein EA, ein Template, mit dem man Aktienorders nach 17.30 setzen kann im MetaTrader? Ja, gibt es. Da muss ich jetzt kurz im Candlelog.de, in meinem kleinen Forum, gibt es hier diesen Thread, MT4, MT5 EAs für außerbörsige Orderaufgabe. Da müsstest du dich aber ziemlich genau einlesen und mit den Parametern beschäftigen, weil das hier noch nicht ganz perfekt funktioniert, so wie wir das wollen für Swing Trading für Berufstätige, aber sehr schön nutzbar schon ist als Alternativlösung. Aber ich bin hier noch dabei, einen EA in Auftrag zu geben, der hier genau das umsetzt, was wir brauchen.
Eberhard meint, das gute CHV-Kursziel gegen den Trend wird sehr selten erreicht. Das sollte man vielleicht mitbedenken. Ja, was ist selten? Wenn ich jetzt nochmal auf diese Signale zurückgehe, die hier im Ja, wir hatten sehr viele antizyklische Signale. In der Tat. Und hier ist halt dann eben die Frage, ja, das wird jetzt ganz spannend zu sehen. Sollte ich auf weiten Kurszielen bestehen und damit aber eigentlich gegen den Trend spekulieren oder nehme ich die kürzeren Kursziele, wenn ich antizyklisch handle, um wirklich nur auf kurzfristige Gewinnmitnahmen zu setzen, die mein Kursziel ermöglichen. Das wird spannend, das traue ich mir jetzt gar nicht zu sagen. Es kann am Ende sogar sein, dass ich jetzt nicht die Signale mit den höchsten CFVs wähle, sondern die Signale mit dem wahrscheinlichsten Kursziel. Und das ist halt ein spannender Weg, das zu erörtern. Und ich hoffe, dass ich das alle Fragen, die sich da heute auch ergeben haben, im Laufe dieser 30 Tage schaffe abzuarbeiten. Falls nicht, konzentriere ich mich zumindest auf jene Fragen mit dem größten Hebel, mit der größten Auswirkung auf die Performance. Und die ganze Feinarbeit kann ich ja dann immerhin noch hinten nach dokumentieren. Volkswagen 27.01. Wo ist dort das Zwischenhoch? Gerne. Ich schiebe hier die gelbe Linie nach links und habe hier das Zwischenhoch eben am 22. Januar. Und hier am 27. Januar eine kleine bärische Tageskerze in der Nähe dieses Widerstands. Und zwar mit dem Kursziel hier und dem übergeordneten Trend, der sowieso nach unten zeigt, eigentlich ein sehr einfacher Trade. Klaus möchte ein Handout haben. Meinst du die Folien von heute? Weil die sind eigentlich noch relativ unkonkret, sind noch viele Fragen offen. Und Tradingplan gibt es jetzt noch nicht von A bis Z. Aber ich kann die natürlich hochladen, ja klar. Also mal kurz die hier gleich mal reinzukriegen. Leute, wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Jetzt haben wir noch Gelegenheit. Wir haben jetzt knapp 90 Minuten Laufzeit. Die heutigen Folien sind jetzt zum Download verfügbar. Ihr müsst hier in der Software, in der GoToWebinar Software, habt ihr den Punkt Unterlagen. Dort könnt ihr euch das jetzt runterziehen, wenn ihr möchtet. Wird aber definitiv noch wesentlich konkreter. Also, wie ich hoffentlich aufzeigen konnte, sehr, sehr viel Arbeit am Anfang, sehr viel mehr Fragen als Antworten und denen muss man dann eben ja, richtig detektivisch auch Schritt für Schritt nachgehen. Im Idealfall natürlich übernimmt das dann schlussendlich eine Software für mich, aber zu Beginn muss ich jetzt überhaupt erstmal ausarbeiten, was ich der Software definieren möchte und das ist eigentlich die größte Denkarbeit, auch jene Arbeit, die mir am meisten Spaß macht am Trading, am Trading-Thema. Und da freue ich mich auf die nächsten Erkenntnisse. Ich habe jetzt mal das nächste Webinar erst in 13 Tagen angesetzt, um hier auch kräftig voranzukommen und euch das nächste Mal einfach schon konkreteres präsentieren zu können. Sehe jetzt auch schon wieder den nächsten ein paar Fragen reingedrudelt. Kann es sein, dass die Candlebars bei dir ganz anders ausgesehen haben als bei mir? Och, das kann ich jetzt nicht sagen, Norbert. Ich nehme die Xetra-Kurse. Kann sein, dass du lange schwarz erwischt hast, wo schon die 8 bis 9er Kurse dabei sind. Ein- und Ausstieg könnte man das farbig darstellen, Klaus, aber wenn es darum geht, dass ich die Trades tatsächlich dann weiß, für welche ich mich entschieden hätte, dann werden wir das natürlich mit Entry-Exit auch alles farbig schön darstellen. Gut, ich warte noch, um ein paar Fragen reinkommen. Dazu noch kurz vielleicht zu Broker Deal selbst, aber ich denke, ihr kennt es ja, wir haben ja den Broker-Vergleich. Echtgeldtests und Kundenbewertungen, echte Trader
um hier wirklich rauszufinden für euch, welche Broker was taugen, und gehen dann auf die besten Broker zu und besorgen uns hier noch Vorteile für unsere Mitglieder. Es sind ja doch mittlerweile über 2500 Trader schon dabei, schon Broker-Dealer geworden, und für die Vermittlung erhalten wir eine Provision, die wir mit euch teilen, sodass ihr günstiger handeln könnt als bei einer direkten Kontoöffnung. Und das ist eine schöne Win-Win-Situation für alle. Mir hat es heute wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich erinnere nochmal an die Anmeldung für nächstes Mal, aber wer heute dabei war, wird sowieso automatisch eingeladen. Und ich stelle auch nochmal den Link zum Artikel ein. In diesem Artikel, der zu dieser Webinarserie gehört, werde ich im Laufe der Zeit halt alle Aufzeichnungen einstellen und auch versuchen, alle Regeln, die wichtig sind, schriftlich zu dokumentieren. Ja, wer noch nicht Mitglied sein sollte vom Prokodil und es nicht unbedingt gleich werden möchte, hat auch die Möglichkeit, sich nur für den Newsletter einzutragen, der kostenlosen, schicken auch keinen Spam, kommt vielleicht einmal im Monat ein Newsletter, und da sind dann die Einladungen zu den Webinaren, die ich halte, jetzt auch andere Webinare als diese Serie hier automatisch beinhaltet. Würde mich freuen. Dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch das große Interesse. Fast alle sind bis zum Schluss geblieben. Das macht Laune, da freue ich mich schon auf nächstes Mal. Verspreche, dass wir von Ausgabe zu Ausgabe konkreter werden, zu immer, immer strikterem Regelwerk hinkommen werden, und ich im Verlaufe dieser Arbeit einfach euch hoffentlich zeigen kann, wie man es machen kann. Nicht wie man es machen muss oder machen sollte, sondern wie man es machen kann, und helfe euch hoffentlich dabei, Sackgassen und Stolperfallen aufzuzeigen, die euch dann im Idealfall erspart bleiben bei der Erarbeitung eurer eigenen Trainingsstrategie. Es führen ja alle Wege nach Rom. Wichtig ist einfach das Regelwerk, Disziplin, der Trainingplan, an dem man sich dann auch halten muss. Und ja, ein Quäntchen Glück natürlich gehört auch dazu, aber Trading ist definitiv ein planbarer Erfolg.